Hallöchen aber auch, okay. Soeben wurde Deutschland komplett eingenommen, genauso wie Österreich. Das ist natürlich nicht so schön, nicht ganz so schön. Und ich glaube, ich würde mal sagen, ich hätte liebend gerne Süddeutschland. Hauptstadt ist Berlin, Demokratie, Dresden, nationale Armee, wunderbar. Wir schauen mal, dass wir hier so quasi Nordarmee besiegen und Hallöchen zur neuen Folge. Sammeln Sie die Kisten ein, um Ressourcen, Power-Ups und Einheiten zu erhalten. Aber Vorsicht, die Mannkisten ist eine Sprengfalle. Das sind Lügen, Fälschungen. Die GDI tötet keine Kinder. War Bialystok ein Tiberium-Umschlagplatz? Hat die GDI hier nicht wieder einmal auf ungenaue Informationen hin vorschnell gehandelt? Sollten die Finanzmittel für die GDI jetzt gekürzt werden? Nordtruppen haben einen GDI-Stützpunkt in ihrem Einsatzgebiet schwer angeschlagen. Waffen und Droiden sind schon äußerst knapp. Finden Sie den Stützpunkt und bringen Sie ihn wieder in einsatzbereiten Zustand. Na wunderbar. Mal wird's in den Medien. Dadurch kriegt die GDI kein Geld mehr, was natürlich wunderbar von Nord ist, weil sie sich dann weiter ausbreiten können. Oh, ganz und gar nicht gut. Alles klar. Jawohl, Sir. Das heißt, mit euch werden wir jetzt so quasi mal rumfahren. Jawohl, Sir. Und schauen, dass wir so quasi... Ah, wir haben sogar Panzer dieses Mal, wunderbar. Den Not hier so, als wenn wir in den Hintern treten. Bestätigt. Und die mal zeigen, was es heißt, sich mit uns eigentlich anzulegen hier. Bestätigt. Und gerade die Panzer sind unschlagbar viel wert gerade. Oh, Hallöchen aber auch. Wir können mit Panzern gegenkommen, die sogar größer sind als eure. Wir müssen die GDI-Basis finden. Bestätigt. Oh, ein bisschen oben drüber laufen. Wir sollten nicht durchs Tiberium laufen. Weiche auf. Okay, da ist was, da ist was, da ist was. Weiche auf. Tiberium breitet sich aus, okay. Oh, da möchte ich bitte laufen, da möchte ich hin. Aber ich schätze mal, da dürfte nämlich die GDI-Basis doch nicht sein. In Ordnung. Okay, soviel zu dem Thema. Jawohl, Sir. Wir wissen jetzt auf jeden Fall mal, wo die Notbasis ist. Das ist ja schon mal etwas. In Ordnung. Das ist auch schon mal interessant zu wissen. Ah! Ich muss sagen, den möchte ich doch bitte mal platt machen. So, jetzt dann macht die vor uns fertig. Ich hoffe, wir kommen überhaupt durch mit den ganzen Zeugs hier. Okay, okay, weg, 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 weg. In Ordnung. So ist doch ein bisschen kritisch, so wie es ausschaut. Ich tue auf ein bisschen kritisch. Ja, mit dem Panzer. Ernsthaft. Eventuell dann da runter.
bin gerade leicht verwirrt. Ihr seht. Ich habe gerade ziemlich viel Schaden. Ja, ich habe ihn gefunden. Da unten ist er. Oh, zum Glück. Ja. Oh, da unten ist er. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich die rechte Seite, die linke Seite. Bestätigt. Ich hätte. Ich sehe schon, Ich hätte theoretisch nie da rechts auch rumlaufen sollen. Ah, je. Okay. In Ordnung. So wie zum Thema mit dem Panzer. Den werde ich nicht lange haben. Ganz und gar nicht lange sogar. Wenn jetzt hier auch noch Truppen sind. Ich glaube, wir haben sie alle aufgescheucht, oder ihr? Wir haben sowas von aufgescheucht. So, danke dafür. Können wir denn vielleicht sogar BMP-Wüstenjäger? Aber keine Panzer. Oh, Mist. Ja, ich glaube, das darf ich. Moment. Wir machen einen Neustart kurz. Tut mir leid diesbezüglich, tut mir echt leid. Ich hätte echt schwören können, wir müssten einfach nach rechts rüber, aber ja. Bestätigt. Gut, was soll es? Wir wissen auf jeden Fall, wo der Gegner ist. Bestätigt. Wir wissen, wo wir hinlaufen müssen. Und dann wird alles besser. Gerade wenn wir jetzt zum Beispiel, dann würde ich die Panzer hier jetzt haben und nicht gleich wieder bei so quasi einer Kleinigkeit verlieren. So, ihr müsst drauf gehen, ihr müsst auch drauf gehen, ihr müsst alle sterben. Hilft ja so quasi alles nichts. In Ordnung. Ich weiß gar nicht. Ah, guck, ein Panzer war nämlich hier unten auch noch dran. Jawohl, hopp, 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 nicht ins TBM reinlaufen, Leute. Ernsthaft? Ernsthaft? Okay, das nächste Mal wieder reinholen. Aber es sind in Anführungszeichen nur Fußsoldaten. Die kann man nachbauen bis zum Umfallen. Es wäre jetzt wesentlich schlimmer gewesen, hätten wir unsere Panzer und alles andere drumherum verloren. Das war ein Fehler. So, dann mal hier rüber. Auf dass wir ganz schnell. Vielen lieben Dank dafür. Ingenieure kosten mich 500, das ist teuer. BMPs Wüstenjäger. 1, 2, 3, 4, 5. Der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum ich. Um ich Grenadiere bauen, nicht irgendwie sowas wie Wüstenjäger und dergleichen. Zwar stark gegen Infanterie, aber ich finde es noch wesentlich stärker, wenn man Grenadiere hat. Mit dem man so quasi. Okay, der da hinten macht. Da haben wir der erste schon. Mitkommen. Du, ihr grenadiert einfach jetzt. Ich glaube, das kann man weggrenadieren, wenn ich mir jetzt nicht irre. Bin nicht ganz sicher, aber ich glaube, so war das. So, hier rüber. Und du hier bitteschön. Grenadiere! So, viel zu dem Thema. Yep, der ist auch schon dran. Links, beseitigt alle Nordtruppen. Ja, das ist ein bisschen schwer mit dem bisschen, was wir hier haben. Wird gebaut. Wir können noch ein paar von denen machen, einfach zu Gaudi. Wird gebaut. Und hier noch ein paar Stück. Da ist niemand mehr dran. Okay. Jawohl, mitkommen. Druck Nummer 1 für den Anfang. Konstruktion fertig. Dass wir vielleicht das Glück haben, noch irgendwas zu bekommen. Ich hätte ja gerne ein Reparaturkit oder ähnliches. Und die Möglichkeit, noch ein bisschen was zu kaufen. Ihr hier, stellt euch alle hier hin, um diesen Weg hier zu verteidigen. Das sollte dann schon mehr als ausreichend sein. In Ordnung. Sagen Truppentransportarmee rüberschicken. Dankeschön. Da ist sonst nichts mehr. Wir können nichts bauen. Wir können hier einfach gerade überhaupt nichts bauen. Oh, Hilfe. Einmal bitte rüberschicken. Genau, und zack, grenadieren. Da traut sich nämlich dann kein Nord mehr rüber. Also wie hier. Bestätigt. So. Das Ding ist nämlich auch mehr als safe dadurch. 800, wir machen nochmal einen Wüstenjäger, wenn wir es können. Und ein paar von denen hier. Notstellungen ausschalten. Oje. Und halt, wir haben echt nur einen einzigen Sammler. Ich weiß. Dass wir müssen daran denken, der... Oh, ich habe die Basis schon gesehen.
Ich würde sagen, bleibt da, wo ihr seid. Da kommt ein Panzer, ist niemals gut. Das ist definitiv niemals gut. Ich überlege gerade, kann ich denn... Na, wunderbar. Rübergehen. Meine armen Truppen. Was macht denn meine armen Truppen hier? Ich glaube, ich bin. Können wir noch ein bisschen. So einen können wir noch machen? Oh, Hallöchen, wo kommt ihr denn auf einmal her? Ich wollte gerade sagen, mit euch habe ich jetzt aber gerade gar nicht gerechnet. So ganz und gar nicht sogar. Ist schon fertig, Dankeschön dafür. Wo sind denn? Ich sehe auch hier unten schon wieder welche, oder? Ich sehe unten noch welche. In Ordnung. Wie gesagt, ich muss mal gucken, theoretisch müsste man. Müsstet ihr eigentlich in der Lage sein. Oh, raus aus dem Tiberium, raus aus dem Tiberium. Leute, ihr seid lebensmüde. Definitiv lebensmüde. Noch ein Hirngestalt. Nochmal zwei Genadiere, war eigentlich. Eigentlich sollt ihr in der Lage sein, das Zeug hier kaputt machen zu können. Nope, nicht mit mir. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Ich wollte gerade sagen, macht den Panzer kaputt. Okay, Grenadiere an vorderster Front. Niemals das Gesündeste auf der Welt. Okay, vergiss es. Vergiss es, jetzt müssen wir vorne hin. Noch mehr Grenadiere, denn wir wissen ja, Sprengstoff ist gut, Sprengstoff ist fein. Ich würde sagen, lass das doch mal bitte in Ruhe. Lass das doch mal bitte in Ruhe. Was soll man denn hier so alles rumstehen? Gerade sagen. Macht sie fertig. Lasst sie nicht durch. Lasst ihn hier auf keinen Fall durch. Oh, da scheint was kaputt gegangen zu sein, so wie es ausschaut. Aber nicht für lange. So, auf geht's. Ihr kommt auch mit nach da oben. Haben wir gerade irgendwelche Verbündeten gerade noch da? Rein gar nichts. Macht nichts. Macht rein gar nichts für den Moment aus. Den sollte man eigentlich schon verteidigen. Haben wir Geld bekommen? Wir haben Geld bekommen. Ja, wir haben ein bisschen Geld bekommen. Yippie. Abschießen. Konstruktion fertig. Einheit bestätigt. In Ordnung. Konstruktion fertig. In Ordnung. Ich wollte gerade sagen, der ist nämlich weg vom Fenster. Okay, ab nach da drüben hin. Haben wir irgendwelche Gegner, die irgendwo gerade sich denken, sie müssten kommen? Nein? Okay. Schon dabei. Das heißt, wir können. Hallo Buggy. Ich habe dich gerade gesehen. Konstruktion fertig. Jawohl, breche auf. Jawohl, breche auf. Ich habe ich doch gerade gesehen. Wird gebaut. Jawohl, bestätigt. Genau, ihr macht den jetzt kaputt, weil die Nord dürfen keine Ressourcen mehr bekommen. Bestätigt. Wird gebaut. Genau, lasst sie alle herkommen, lasst sie alle herkommen. Einheit verloren. Ist mit Einheit verloren? In Ordnung. Na, wenn, dann müsst ihr schon zu uns kommen. Nein, unschön, jawohl, richtig unschön sogar. So, ihr kommt einmal darüber. Jawohl, aua, hey, hört auf damit. Bestätigt. Ah, bitte aufhören. Ich glaube, damit sollten wir ihn eigentlich das Rückgrat gebrochen mit Beton auf eigentlich. Bin noch nicht ganz sicher, aber ich schätze mal ja.
wird bestätigt. Geldmittel unzureichend. Macht nichts, macht nichts. Die Geldmittel fertig. Der Nutzen ist nämlich noch unausreichender. Ja, das ist kein Wort, ich weiß, ich weiß. Reparatur läuft. Gestoppt. Abgebrochen. Na, dass wir zumindest ein bisschen Energie wieder haben. Ist wahrscheinlich nicht das Verkehrteste. Dir geht's gut. Yep, es kommen auch keine neuen Einheiten raus von denen. Jawohl, Sir. Ist sogar noch jawohl, besser. Sir. So, jawohl, das heißt, angreifen. Mach das Ding fertig, und zwar richtig fertig. So, nächste Schütztürmchen. Die Nots haben jetzt keine Chance mehr. Das war's. Jawohl, können die auch gegenreparieren, so gut wie sie möchten. Das funktioniert nicht. Na, ist hier schon eine Kanone, nicht, nicht ganz so gut, wie ich dachte hätte mal. Aha. Geht klar, Sir. Schon dabei. Können auch das ganze Zeug einnehmen, theoretisch. Theoretisch zumindest. Aber praktisch gesehen, warum? Warum sollte ich? Ah, guckst, da kommen immer neue Einheiten, so wie es ausschaut. Und sagen, lass die. Wow, nein, 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 nein. Das sollte jetzt nicht unbedingt sein. Ganz und gar nicht sogar. Na komm, macht sie vor uns fertig. Ernsthaft? Ich glaube, das könnte noch ein bisschen eng werden. Oh, ihn hier bitte, ihn hier. Nein, 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 nein. Was sind wir hier? Nein, 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 lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe, lass ihn in Ruhe. Ich habe gerade alle Einheiten verloren, ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Ahem. Konstruktion fertig. Schon dabei. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Gestoppt. Okay. Das war nicht schön. Das war definitiv nicht schön. Die Frage ist... Die haben wahrscheinlich keine Ressourcen mehr, sonst was. Nächstens suchen sie sich. Ja, doch, sie bauen ein bisschen neu auf. Mit Betonung auf ein bisschen. Kann ich denn irgendwo hier reinkrabbeln? So quasi ihre Schwäche ausnutzen momentan. Oh Gott, da kommen zwei. Wird gebaut. Jawohl, Sir. Sofort, Sir. Das könnte jetzt interessant werden. Wir kaufen dich mal. Ja? Na, selbstverständlich. Und selbstverständlich, okay. Dann greif doch die mal an. Jawohl, Sir. Oh je, gucken wir nochmal. Gucken wir nochmal. Wird gebaut. Genau, noch mehr Grenadiere. Konstruktion fertig. So, vier Grenadiere sollte ausreichend sein. Jawohl, Sir. Wunderbar. Ja, ich krieg gerade immer mehr mit. Immer mehr. Aber wenn ich es einnehmen und verkaufen kann, wäre das schon ein Triumph für uns. Ein richtiger Triumph sogar. Dankeschön. Einmal mehr rüber. So, kommen wir denn irgendwie hinten rum rein? Das wäre das Böseste jetzt gerade von allem. Wenn die echt einen Hintereingang hätten. Weil da hätte ich nämlich auch meine ganze Armee nicht. Ah, stimmt. Ich hätte von oben schießen können, wie es ausschaut. Meine einzigste Einheit, schon dabei. Mit der ich noch richtig böse sein kann, theoretisch. Aber hier geht's nicht rum, hier geht's rum, aber da ist ein Kanonenturm. Okay. Schon dabei. Dann müssen wir das Ding hier einnehmen. Oh, das hier. Oh, das hier. Ja. Schon dabei. Wir probieren's aus. Ich weiß, es dauert jetzt ein bisschen länger. Ich finde, eigentlich könnte das eher abernten, dann wäre doch näher dran. Geht klar, Sir. Sofort, geht Sir. Klar, Sir. Breche auf. Okay, er kommt nicht ums Eck rum. Mist, okay, dann muss er da oben stehen bleiben. Jawohl, mein Gutes, wie schaut's mit dir aus? Du bist voll. Ah, so viele Fehler wurden gemacht. Von mir natürlich. Ein weiterer Wüstenjäger wäre recht gut für 400. Geldmittel unzureichend. Wenn wir die Grenadiere haben und den Wüstenjäger, der ein bisschen Schaden abfangen kann.
Es wird mir schon aushelfen. Und wenn ich dann hier noch irgendwas verkaufen kann. Ich meine, ich muss ja bloß den Panzer und die paar Einheiten wegbetzeln. Das war's schon. Das ist nicht mehr viel. Das ist im Bereich des Machbaren. Und so schaut es aus, wenn das Meteor nicht mehr in der Lage ist, quasi sich zu finanzieren. Und davon ist gerade nichts los. Konstruktion fertig. So, jetzt gucken wir mal, wie viel wir noch übrig haben, nachdem er hier so quasi alles eingesackt hat. Ja, dementsprechend müssen wir nämlich nochmal ein, zwei Sachen machen. Ein Wüstenjäger oder... Ja, komm, machen wir noch einen Wüstenjäger, das passt. Mit dessen Hilfe sollten wir... Oh, Moment. Jetzt die Nacht da drüben bitte hin. Ich wollte gerade sagen, warum tust du einmal rumfahren, wenn du die Möglichkeit hast, hier was abzubauen? Das verstehe, wer will. Ich tue es auf jeden Fall nicht verstehen. Ich weigere es, mich das zu verstehen. So, mein Gutes, du hast die Basis jetzt so lange angeguckt. Wenn man das hier direkt... Das hier. Irgendwas Teures einnehmen auf jeden Fall. Und das können wir nach und nach kaputt machen, beziehungsweise dann 700. Simon, das ist viel. Jawohl, Sir. In Ordnung. Kommt mit, ihr Grenadiere. Kommt mit. In Ordnung. Nur im Verbund sind wir stark, würde ich mal behaupten. Breche auf. Als andere könnte nämlich jetzt voll in die Hose gehen. Bestätigt. So, Le. Hier, nach da vorne. Sir. Schon dabei. Jawohl, Sir. Geldmittel unzureichend. Ja, keine Panik, keine Panik. Bestätigt. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Nur gerade sagen, jetzt komm. Drauf mit der. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank dafür. Noch mehr Handgranaten, noch mehr von allem. Jawohl, Sir. So, jetzt da. Einnehmen. Verkaufen. Ja. Randadieren. Jawohl, Sir. Randadieren wir da auch noch ein bisschen rum. Jawohl, Sir. Gerade noch rechtzeitig rausgeholt. So. Oh. Okay, er hat's verkauft. Das kann ich nachvollziehen. Das kann ich richtig gut nachvollziehen sogar. Du hier. Nehme bitte das Hauptquartier ein. Und eventuell kann es gut sein. Okay, das verstehe ich, wer will. Oder vielleicht nochmal einen Wüstenjäger für den Notfall, falls hier noch irgendwas kommt. Du nimmst hier fleißig ein. Okay. Das ist ja schon mal etwas. Brauchen wir ein Silo eigentlich? Na gut, wir verkaufen das da oben wieder. Es wird eine etwas längere Folge werden, einfach nur wegen meiner Inkompetenz. Deswegen möchte ich mich entschuldigen. Verständlich. Oh mein Gott, Joe, mein Gutster. Ich glaube, du wirst meine neue Spezialwaffe werden. Schon dabei. Einheit verloren. Jawohl, Sir. Oh mein Gott, sie wollen zu Joe. Nein, nicht Joe. Dankeschön. Geldmittel unzureichend. Das macht rein gar nichts aus, so. Das werden wir nämlich da mal quasi einen Riegel vorschieben. Dass hier nichts mehr funktioniert, so quasi. Sind wir noch irgendwas gerade fertig? Nein, BMPs anbauen. Weitere Ingenieur. Ja, mit dir. Du nimmst bitte das hier ein. Einfach nur, dass du es weißt, du es kannst. Nordgebäude wurde erobert. Neue Bauoptionen. So, Leon, gleich mal mehr Soldaten bekommen, das verkaufen. Weil ich glaube, das ist der Weg, wie wir so quasi jetzt zum Sieg kommen. So, der nächste. Du, ab nach dahin. Mann, 1, 2, 3, 4, das andere noch. Passt soweit. So, du auch nach hier oben hin. Und noch ein paar Grenadiere für den Notfall. Das Flugfeld noch einnehmen. So, und ihr könnt mal währenddessen das ganze Zeug hier einnehmen. Mitnehmen, angreifen, zerstören. Sie tun auch nichts reparieren, so wie es ausschaut. Jawohl, Sir. Finde ich gut, finde ich sogar sehr gut. Schon dabei. So, jawohl, noch mal einer. Ich glaube, den können wir nach da oben hinschicken. Bin mir gerade ein bisschen ungewiss, wo wir hinschicken.
Dankeschön dafür. Verkaufen noch ein paar. Okay, ein Soldat mehr. Aber ein Soldat ist ja besser als gar kein Soldat. Gegen den Kanonenturm brauchen wir auf jeden Fall noch unsere beiden Grenadiere. Da hilft alles nichts. Mit nach oben. Und du, mein Freund. Wobei, weißt du was, komm. Du bist doch ein Ingenieur. Aber kann nicht das einnehmen, was ich ihm aufgebe. Selbstverständlich. So, wo haben wir denn noch? Wir haben noch 4 Stück unterwegs. Wir haben ein paar Grenadiere gerade noch unterwegs. Wobei, eigentlich könnten sie es auch ohne schaffen. Nordgebäude wurde erobert. Neue Bauoptionen. Ja. Ja, das haut schön, das haut schön. Nordgebäude wurde erobert. So, mit den ganzen Finanzmitteln kann man nämlich sagen, repariert alles von uns. So. Nordgebäude wurde erobert. Dankeschön. Verkaufen. Ja. Du nimmst das hier noch mit ein, du kommst mit hier rüber. Und es ist, glaube ich, der Letzte, der noch kommt, oder? Ja. Das ist der Letzte, wo kommt. Ihr alle angreift nach da drüben hin. Ja, genau deswegen. Mit einem Schuss ist nämlich ziemlich viel weg vom Fenster, wenn man Pech hat. Aber mit der Masse kriegen wir es auf jeden Fall hin. So. Und hier noch angreifen. Hier noch angreifen. Und das war's so quasi. Nordbasis erfolgreich ausreichend zerstört. Okay, kurz mal weggehen. Da kommen jetzt nämlich Flugzeuge. Da sind sie. Na, er hätte fast alles niedergewalzt. Mit Betonung auf fast. Einsatzziel erreicht. Wunderbar. Effizienz wahrscheinlich nur bei 20%, so wie es können. Wunderschöne Metapher, wunderschöne Metapher. 20 Minuten habe ich gebraucht. Okay, das gibt eine lange Folge. Führung, Effizienz ist jetzt nicht ganz so das Wahre. Gebe ich zu, ich habe ziemlich viel in den Tod gejagt. Hätte ich besser machen können, werde ich auch besser machen. Und das Ganze in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dato aber auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr schon mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer, tschüss Zolle. Und davor? Das hat nicht mehr so viel eingenommen. Finde ich gut.